Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tavernenmaster. Ja, das Wetter hat sich nicht gebessert. Und wir schalten direkt mal in den nächsten Tag. Wir haben ja schon... Wie viel haben wir denn überhaupt noch Kohle? 340. Ist jetzt auch nicht so prall, ne? Aber wir wollten ja hier hinten noch eine Küche reinbauen. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wir machen neuer Tag, neues Glück. Ja, der Regen hat aufgehört. Okay. 151 Gäste. Wie war denn überhaupt die Belegung? Ah, noch nicht, okay. Sitzplätze insgesamt 52. Ich denke mal, bevor wir die Küche irgendwie hier hinterbauen, wäre es vielleicht ganz günstig, den Gastraum ein bisschen nach hinten zu erweitern. Dass wir tatsächlich auch die 151 Gäste reinkriegen, ne? Wie sieht es denn in der Forschung aus? Da brauchen wir... Veranstaltungen. Aber ich glaube, wir hatten die doch schon gebucht, ne? Genau, hier der Stammtisch. Okay, ist noch alles da. Und hier? Oh. Okay. Wie sieht's im Menü aus? Hä? Hatte ich die Hauptgänge rausgemacht? Ach, bestimmt, um solche Punkte jetzt zu sammeln. Halt. Hier, servieren Sie den ganzen Tag lang nur Desserts oder Hauptgerichte? Probieren wir morgen nochmal. Kaufe einen Abenteurertisch. Naja, trotzdem, ich würde das schon immer alles ein bisschen erweitern dann. Wir haben hier, guck mal, ist alles voll hier, ne? Belegung 96,2, also da müssen wir echt was... Ja, guck dir mal, nicht unter Dresden ist voll. Wir werden da noch eine Schankmaid. Und da stellt die immer voll. Okay, also passt auf. Wir gehen jetzt nochmal in die... Wir haben den Talbot. Ah, hier, okay. Hier kann man dann... ausrüsten, okay. So, die Brenner, die ist... Die Brenner ist zuständig für den Togo-Tresen. Mathilda, Brienne und Marion. Da werden wir noch eine einstellen. Kellnerin, welche nehmen wir da? Ja, die können alle nur 5 Getränke schleppen, ne? Wir nehmen die Mathilda. Ja, komm. Okay, so machen wir das.
Oh, guck dir das an hier, hä? Oh, mein lieber Mann. Okay, wer hat denn das bestellt hier? 45 Sesterzen. Mein lieber Mann. Oh, Limo müssen wir ein bisschen nachfüllen. So. Okay, dann bringt man alles ran. Stehen auch noch einige. Ob die alle noch jetzt sicher bedient werden oder ob wir jetzt sagen, wir brauchen einen zweiten Koch. Ah. Wir kriegen nicht alle abgearbeitet hier im To-Go-Laden. Was kostet denn uns so ein Koch am Tag? Anheuern Köche. 26. Na, wenn der schon alleine ein Gericht verkauft, haben wir das doch schon rein. Und drei Leute stehen noch draußen. Na, ab 23 Uhr wird nicht mehr bedient. Okay, wir nehmen noch einen Koch. Fähigkeiten für Suppen. Ist zwar nicht der schnellste, aber der kann gut Suppen kochen. Das, was unser noch nicht so richtig kann. Den wir jetzt haben, oder? Nee. Pass auf, wir nehmen jetzt hier den Hugo. Gut. Okay. Jetzt können wir mal probieren, ob wir hier hinten das mal so, hä? Machen wir gleich mal hier ein bisschen Butter bei den Fischen. Bodentextur. So. Da werden wir jetzt noch ein paar Tische und Stühle reinstellen müssen. Ah, hier fehlt das Licht. Okay, okay. Tische. ...61, da müssten wir doch mal noch hier so ein... Ach nee, das kostet... Ach hier, ein Klammern 3. Die hat er mit abgerissen. Stimmt, 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 stimmt. Dann machen wir hier was hin. So, und hier. Und die 3... Nee, komm, geh mal weg. Die 3, die heben wir auf. Was machen wir denn hier mit... Kann man die... Nee. Weiß nicht, ob wir die rote Lampe, ob wir die mit hierher machen. Ja, ist egal. So. Na gut. Neuer Tag, neues Glück. Aha, hier, der Talbot. Komm, mach ne kalt. Alles klar. Du, ich bin jetzt mal... Was ist denn mit dir? Da wollte ich gerade noch sagen, hier, ich bin gespannt, wie das jetzt mit der Köche läuft. Ja, so. 41, mein lieber Mann. Ja.
So, da bin ich mal. Bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das mit dem Togo-Laden jetzt hinkriegen, dass wir alle Gäste abarbeiten. Weil dann würde sich das lohnen, dass wir den zweiten Koch behalten. Oh, hier, die guten, hier. Die guten Hähnchenschenkel, weißt du? Na gut. Ich hab erstmal einen trinken, gell? Aber wie die schön braun sind. Es fehlen Zutaten. Ja, okay, ich kümmere mich gleich drum. Ich will jetzt bloß mal sehen. Ah, alles klar. Der eine steht doch jetzt bloß sinnlos da. Warte mal. Was habe ich da? Nicht genug. Ach, wir sind noch voll in den Nassen drin. Oh, was ist denn mit dir? Einundsechzig will der haben. Also wenn er zu frisch wird, fliegt er. So, was haben wir hier? Der Matilda. Komm, du kannst mal noch ein Getränk mehr hier. Hast du aber immer. Sind das Vierer? Eins, zwei. Nee, das sind fünf Leute. So, jetzt kommen wir wieder in den Plus rein. Kannst du schon ein bisschen deine Studien betreiben hier, ne? Ja, es läuft, ne? Jetzt sind keine Gläser mehr auf dem Tresen und warten. Das war schon gut, dass wir nach einer eingestellt haben. Zutaten. So, noch ein bisschen Fleisch und noch ein bisschen Obst. Okay. Wir machen aber jetzt alle Beteköche los, ne? Wir können ja mal vergleichen vorher, nachher, die Tage, wie viel Essen wir verkauft haben. Aber ich denke schon, dass sich das lohnt, noch einen zweiten Koch hier, dass wir da ihn eingestellt haben. Die machen ganz schön Ballett, wie ich das jetzt so sehe. Ja, los, genau, komm, mach Kasse.
Na, was ist denn jetzt mit dem To-Go-Laden hier? Die warten mir zu lange. So, Menü, was geht hier? Levelaufstieg. Gebratener Fisch. Ein Ein-Sterne-Menü. Na komm, pack das mal zusammen. Und das war's wohl jetzt. Stehen immer noch drei draußen. Nice. Genau, räumt mal alles zusammen. 728. Und den Tag zuvor, na gut, da haben wir nasse gemacht. Essen verkauft 9, Toko 9 und heute 10 und Toko 7. Hat nicht wirklich was gebracht von der Menge, ne? Okay, wir hatten aber auch lange Zeit den Kasten leer. Wir füllen noch mal ein bisschen auf. So. Und stellen mal noch ein paar Tische rein. Lichter, da haben wir noch eins. Ach so, wartet. Hier haben wir einen Fehler. Aber wir haben aber auch nicht genug Geld dafür. So, wir machen das mal hier hin. Ja, okay. Geht's erstmal wieder tüchtig ab in den Nassen. Ach ja, heute haben wir ja unsere Spezialgäste. Wo sind wir da gerade dabei? Ach hier. Milch, Apfel, Wein, Met. Alles klar. Die nehmen wir gerne mit. Na gut, aber bloß ein bisschen weniger Minus, ne? Wieso ist denn unser Ansehen jetzt größer geworden? Ich hab doch nichts anders gemacht. Was halt schade, dass hier bei Veranstaltungen kein To-Go, ne? Verkauft wird. Das würde uns schon noch ein bisschen was bringen. Und nochmal. Ja. Ich weiß. Kohle fehlt hinten und vorne. Was können wir denn noch so für Veranstaltungen machen? Irgendeine Forschung brauchen wir dann ja auch die gelben. Schlachtsiegfeier.
Da brauchen wir aber noch einiges an Ansehen. So, ja, durch Tische und Stühle bekommen wir ja auch noch mal hier ansehen. Stimmt. Das habe ich übersehen. Okay. Dann passt das ja. Also ich muss sagen, das mit den Veranstaltungen hier, Stammtisch oder so, das bringt uns überhaupt nichts mehr. Da verdienen wir ja mit dem normalen Tagesgeschäft mehr. Warte, gleich umschwenken hier. Die paar Leute nehmen wir noch mit, die wir haben. Ich will mal die Kassette kurz vorspulen. Also viel haben wir nicht gemacht hier an Gewinn. Das kannst du echt vergessen, ne? So, 124, kannst du voll vergessen. Da hat man hier im normalen Betrieb... was war denn? Na guck mal, da haben wir hier 795 Umsatz und hier haben wir 1563, ne? Da haben wir ja mehr wie das Doppelte. Na gut. Neuer Tag, neues Glück. Ziehen wir noch einen durch, ne? So. ...146 Leute, okay, weil es regnet. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben im Schnitt... 150 Leute. Jetzt will ich noch mal hier an die Statistik gucken. Okay, gestern war ja Veranstaltung. Wie ist es? 98,3. Wir haben 72 Sitzplätze. Normalerweise... Die hocken ja auch den ganzen Tag, ne? Normalerweise bräuchte man Sitzplätze ohne Ende. Wir können das ganze Erdgeschoss ja voll Sitzplätze machen. Wir beobachten das mal, ja. Ob wir da noch irgendwas optimieren können. Zeig mal her, was ist hier? Levelaufstieg. Eine Hühnchenschüssel kostet jetzt 45 Sesterzen. So, der Isaac. Du schon wieder? Ach ja, okay. So, komm. Du bist eigentlich schon top ausgebildet, ne? So, kommen sie rein.
Wir könnten die Bar auch vielleicht noch ein bisschen weiter runterziehen, mehr in der Mitte, dass die Schankmeiden nicht so einen weiten Weg haben. Das könnte man noch in Angriff nehmen. Aber ne, es füllt sich. Auf der rechten Seite ist noch was frei. Was ist denn mit dir hier? Ach, die Limo ist alle. Moment, Moment, Moment. So. Na, es ist schon sehr enge. Sag mal, kann man denn da auch einen Koch abstellen, dass der nur... Nee. Da kannst du keinen abstellen, dass der nur To-Go macht. Hat sie putzvoll, da Leute, ne? Komm, wir setzen mal noch ein bisschen was hin. Quatsch, Tische. Ach. Da haben wir nur noch hier noch ein bisschen Licht, ne? So, Sitzplätze. Zack. Zack. Ja, in der Kiste fehlt wieder was. Zeig mal her, was fehlt denn da? Weizen. So, noch ein bisschen Fleisch. Schon sind die Tische wieder besetzt, ne? %94. Also ich habe das Gefühl, ich kann Tische und Sitzgelegenheiten hinbauen, wie ich will. Das ist alles voll. Na gut. Da brauchen wir jetzt aber auch wieder... Wie sieht denn das eigentlich aus mit einem Kronleuchter? Die sind zwar schweineteuer, aber... Oh ja, guck mal, was die für eine Reichweite haben. Das wäre natürlich als nächstes mal eine Option. Also 300 Sesterzen. Okay. Also ich glaube, ich lasse jetzt erst einmal die Forschung sein und mache erst einmal ein bisschen Kohle. Denn hier mit den Veranstaltungen, da... Das läuft im Augenblick nicht. Ich muss mir da mal noch was überlegen. Wie wir das am besten machen. So, wie sieht es hier hinten aus am To-Go-Laden? Drei Leute warten. Oh, hier da Dresden ist wieder voll, ne? Na, jetzt geht's wieder. Okay. Nette. Halt, was ist hier? Wein.
hast du zwei Köche und drei Leute stehen draußen, ne? Und die bewegen sich null. Wo ist denn eigentlich die Maid, die hier für den Togo-Laden verantwortlich ist? Wer ist denn das? Zeig mal. Wen muss ich jetzt feuern? Der Brenner. Du hast dich zuerst um den Togo-Tresen zu kümmern, aber wahrscheinlich ab einer bestimmten Uhrzeit ist nichts mehr, ne? 367 Gewinn. Ja, da würde ich sagen, holen wir uns jetzt. Wartet. Wir wollten uns ja noch den Kronleuchter kaufen. Komm, den gönnen wir uns noch. So. Da können wir hinter der Bar, die ziehen wir ein bisschen hinter. Moment. Jetzt sehe ich, ne? Okay. Da konnte man vorhin gar nicht einsehen, was der für eine Reichweite hat. Aber ganz ordentlich, ne? Wenn wir jetzt den... Halt. Wenn wir jetzt die Bar nehmen, schieben die noch ein bisschen weiter hinter. Vielleicht noch ein bisschen nach rechts. War 1, 2, 3, okay, da haben wir links und rechts noch ein bisschen frei. Reicht das? Ja. So. Den schieben wir hier hin. Ja, so, komm. Genau. Ja, meine Lieben, das war wieder eine neue Runde Tavernenmaster. Haltet gern das nächste Mal wieder ein. Bleibt mir schön gesund und bis dahin. Ciao, ciao.